Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans, und zwar ist das die Folge Nummer 35. Ja, letztes Mal haben wir noch einen LKW, der jetzt hier gerade losfährt, auf die Südfrüchte-Route gelegt. Müssen wir mal gucken, wie wir da klarkommen, ne? Ups, ein falscher Klick und schon geht nichts mehr. Pfeiltasten benutzen, ne? Nicht WASD. Oder auch den Ziffernblock, um in diese Richtung zum Beispiel zu kommen. So. Ja. Nicht profitabel, würde ich jetzt sagen, sind die Südfrüchte, ne? Das Schiff fährt. Was ist das? Ja, das ist das Stück gut Paletten. Das ist das Schiff, was negative Dingens einfährt. Das ist die flüssige Milch. Die kommt langsam ins Plus. Ja, also wir müssen hier Gewinn machen, ne? Dann sehen wir das sofort. Hier ist die Südfrüchtgeschichte. Ja, müssen wir weiter dranbleiben, gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt ist hier der neue LKW, der darüber fährt. Ich hätte letztens gesagt, ne, dass der, sag schon, LKW 2 mit Anhänger 2 Haltestellen braucht. Da unten haben wir keine, haben wir gerade gesehen, aber hier oben gibt's die sogar, ne? Sind wir hier, da sind zwei nebeneinander, also das ginge. Aber momentan würde ich sagen, ist es nicht für uns rentabel, das jetzt umzuändern. So, hier hat reingeguckt, da gibt es noch eine tolle Kirche, die da hingekommen ist. Ja, was hat er da oben für ein Problem? Steckt fest. Das ist nicht gut, wenn da einer feststeckt. Wo ist das Problem? Er steht da, der steht da. Wer blockiert denn hier alles? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Züge, die auf Ladung warten, ne? So. Wie eine Schrott. Gucken wir mal, wo die Linie Schrott hin soll. Maschinenfabrik, genau hier. Adexen, Chemiewerk. Und der muss beladen werden. Mach den mal zu. Hier steht Beladung 0 von 100. Da steht Beladung 0 von 100. Ja. Das bedeutet ganz einfach, Fahrplan einmal ändern. Er fährt nach da und dann gucken wir, dann löst sich der Stau auf. Aber das ist ja nicht alles, ne? Der muss irgendwo anders noch reinfahren können. Und bei dem ist das das Gleiche. So, müssen wir zweimal klicken, damit wir. Die beiden müssen einfach hier weg. Oder wir müssten erstmal nur einen haben, ne? So, dann fährt nämlich schon der nächste Zug hier mit den Eisenrohren. Und dann ist hier der Stau weg. Die stecken dann alle nicht mehr fest. Gut. Weg ist es. Okay, der fährt durch. Ne, der fährt darüber wahrscheinlich, oder? Ja, genau so ist es. Aber der fährt weiter. Da kommt auch einer angefahren. Ja, was machen wir? Wir brauchen definitiv hier noch einen Halt. Da müssen wir mal ein bisschen Bodenarbeiten machen vielleicht. So, und dann noch ein Gleis daneben legen. Das wird dann zwar eine Sackgasse sein, aber ist halt so. Und ein Bahnsteig dran, ne? Sollte funktionieren, ne? Könnte man hier oben auch noch einen eben machen.
Also bis dahin wäre Spiegel gleich zu dem, ne? Machen wir erstmal so. Gucken, wie sich das ergibt. Und was liegt denn hier auf dem Bahnhof? Stückgutmaschinen, wow. Die fahren hier irgendwie lang, ne? Da sind sie ja. Haben die sich jetzt nur angestaut, weil da insgesamt ein Stau war? Wahrscheinlich, ne? Hier sind genug Passagiere da. Der kommt jetzt nicht ganz voll zurück. Gucken wir mal, wie er geladen wird. Der Passagierzug. Ja, 126 von 126 nennt man voll, ne? Gut, okay. Hier geht nix. Hier auch so gut wie nix. Steht irgendwo einer im Stau? Nein. Die warten hier unten auf Ladung. Ja, wie viel haben wir denn hier so stehen? 380 Passagiere. Über Hardexen. Über Floto sind nur 58 Passagiere. Müsste mal gucken, wo das Schiff ist, ne? Okay, da kommt eins. 250 Passagiere geladen und da ist schon der große Kahn daneben, ne? Einmal daneben geklickt. Das würde bedeuten, wie hat er denn an Bord? Volle 500. Aber hier oben warten nicht so viele. Allerdings könnte es damit zu tun haben, dass das Schweinetaxi da oben nicht fahren konnte, ne? Ja, der bringt ja immer 126 Leute und die wollen von hier weiter nach da, denke ich mal, ne? Und da will wohl so gut wie keiner hier von der Ruine dahin, ne? So sieht's aus. Ja. Müssen wir abwarten, was sich da ergibt. Floto, wo bist du? Okay, schon vorbei wohl. Da ist Floto. Was sagt denn die Bushaltestelle in Floto? Ja, 444 in die andere Richtung, ne? Da geht was. Sieht alles gut aus im Waldeck. Was war das hier unten? Sondershausen oder ja. Ist nur abgedeckt. Und hier unten haben wir noch Lauter. Auch abgedeckt. Kurz einmal die Karte auf. Dübeln. Da wächst gerade nichts. Adolfzell hat man auch geguckt. Okay. Dann ist jetzt die Frage, was machen wir weiter? Wir wollen bestimmt noch eine Linie optimieren. Ne, das war die falsche. Das war der richtige. Gewinnen, die fahren jetzt hier gerade durch die Gegend. Na super. Brauche ich auch nicht anklicken, weil der ist angeklickt, ne? Wo fährt denn der jetzt hin gerade? Sag mal. Ach, das ist vielleicht die erste Tour, die der macht, genau. Okay, dann kann das noch nicht plus werden. Da sieht's bei dem ja anders aus, ne? Der müsste ja gleich irgendwo ankommen, ne? Genau. Da müssen wir schauen. Einmal schneller bitte. Jetzt hat er aufgeholt. Die fahren auch übereinander, ne? Also könnte der jetzt auch überholen. Und siehe da, der macht plus. Allerdings hat der andere die alle weggenommen. Schweinetaxi noch nicht da, der macht jetzt eine Leerfahrt, ne? Nicht gut. Wäre zu überlegen.
Ja, weiß ich auch nicht. Wir könnten warten auf voll machen, ne? In der Linie wäre das. Regenburg-Flotho. Der muss auch ausgemustert werden, ne? Wo war das? Details. Ausmustern, ne? Machen wir mal. Gut, dann ist der weg. Und der andere, der soll dann trotzdem weiterfahren, ne? So, wir sind jetzt hier mal. Foto 41 und 50. Regenburg. Regenburg. Hat 76 Passagiere wollen zum Tempel. Krass. Wir passen in den Bus rein. 37, da hat er ja mehrmals zu fahren, ne? Und dann müsste er ja auch gleich schwarze Zahlen schreiben können, vielleicht, ne? Die da alle hinwollen. Tübingen Altenau, da haben wir auch einen. Machen wir das gleiche in grün. Mustern wir auch aus. Gut. Passt. So. Folgen wir mal gerade, fahren wir ein bisschen schneller. 1800. Einer fährt zurück. Das kannst du gleich sehen, ne? Zwei, es wird knapp weniger, wenn er immer voll fahren würde. Aber jetzt fährt er nicht mehr voll und dann war es das auch. Aber okay, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Dass wir da keinen Erfolg haben werden. Aber irgendwann wird das ja sich hier vergrößern und dann gibt es eine zweite Haltestelle und so weiter und so fort und dann wird das besser. Ja, Schrott. Ist voll. Und hier ist kein Schrott. Die laden nicht, ne, weil die brauchen keinen Schrott da hinten jetzt gerade, ne? Gut, haben wir. Gucken wir noch mal rein hier in unsere Gewinnliste. So, da ist Gewinn. Den müssen wir dann gucken. Der macht 7 Miese, das ist die Milch. Aber das sind nicht die Milch, das ist ein Stück gut. Die Milch macht nur Plus, oder was? Okay. Jetzt haben wir hier noch einen Bus. Ja, die fahren schön hintereinander. Deswegen machen die auch miese. Vielleicht sollten wir nur von Stadt zu Stadt fahren. Nicht über alle 4 Städte, ne? Würde auch funktionieren, ne? Schicke Kirche hier, ne? Sieht toll aus. So, er hat jetzt noch nicht mal einen auf. Ach so, das war jetzt nicht der erste, ne? Okay, der ist voll. Und der zweite ist auch voll. Und der dritte. Ah, den habe ich nicht erwischt. Ach, der ist offen. Deswegen habe ich den nicht erwischt. Der hat 4 Gäste. Also der, der das Schlusslicht macht und dann, ne, leer durch die Gegend fährt. Die fahren nach Flotho. Wahrscheinlich weiter dann mit dem Schiff. Er hat 35 drinne. Ja, ist gut eigentlich, ne? So, Bilanz einmal angeguckt noch. Monatsbilanz. Betriebsgewinn. Oh, da haben wir mal einen schwachen Monat gehabt und dann wieder einen guten. Ja, kann ja mal passieren. Ach, das war bestimmt, wo die Züge standen, ne? Dumm gelaufen. Gut. Ja. Stellt sich dann die Frage, was wir als nächstes machen, ne? Gehen wir mal, zoomen wir mal raus. Nicht so weit.
Jetzt hier irgendwo irgendwas, was man anbinden kann? Ich glaube nicht. Nee. Das ist hier nicht so. Doch, hier unten wäre was. Eine Sehenswürdigkeit mit 150 Besuchern, ne? Sonst sehe ich hier nichts. Zoomen wir nochmal raus. Da ist Baggerballett, oder? Ja. Das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, brauchen wir. Oder müssen wir anbinden. Hier unten haben wir noch was. Norddeutsche alte Zuckerfabrik. Ja, das hatten wir schon mal. Das Ding läuft ja nicht. Weil, sag schon, da fehlt ja was, ne? Da ist nochmal Baggerballett. Was ist das hier? Ist das was? Ein Schiff. Du glaubst es nicht, auf dem Teich. Und hier haben wir daneben geklickt. So, jetzt aber Gerste, Weizen, Flachs. Mühle und norddeutsche Mühle, aber die können das nicht weiterverarbeiten, ne? Oder wie war das? Verbraucher. Der würde da sein. Das passt alle nicht so ganz. So, da können wir es dahin bringen. Aber hier, hier. Die Großbäckerei war das, ne? Was fehlt uns denn da noch? Irgendwie. Markt. Flügelhof. Hier ist ein bisschen was durcheinander. Mehl, Zucker, Eier. Also die Backwaren können weg. Mehl ist klar, kriegt man von der Mühle. Zucker, da war was mit Zucker, war irgendwas, ne? Eier. Der Flügelhof gibt die Eier, oder? Nee, der produziert nur Backwaren. Die Eier waren das Problem irgendwo. Gibt's nicht, ne? Das Tierfutter kriegten wir auch nicht transportiert. Das war auch noch so eine Geschichte. Die Fabrik war ja hier. Ist da, ne? Tierfutterfabrik. Weizen und Gerste konnten wir nicht transportieren oder sowas. Müssen wir mal gerade gucken. Das war ja mit dem Wasser. Wo sind wir jetzt? Riedenburg. Ach so, da müssen wir noch mal höher. Da oben hin. Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir Schiffe haben, die Tierfutter transportieren können. Wenn das geht, dann konnte man schon mal die, sag schon, Geflügelfarm da. Südfrüchte, knapp daneben ist auch vorbei. Und da haben wir den hier, ne? Und er kann nix. Aber jetzt habe ich noch gekauft, das wollte ich gar nicht. Schnell weg damit. Ja, leider geht das nicht. Tierfutter kann nicht transportiert werden. Gut, okay, aber ich würde mal sagen, die Folge ist lang genug geworden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.